Und damit ein herzliches Willkommen zu NXT. Ja, gerade ein bisschen Zeit verzögert. Ich habe die Taste zu lahmarschig gedrückt. In Youngstown, Kalifornien? Ist es Kalifornien? Keine Ahnung. Und wir haben eine vollgeproppte Matchcard. Wir beginnen direkt mit einem 3 gegen 3 Tag Team Match. Darauf ein Prösterchen. Der erste Herr, der zum Ring kommt. Also von diesem Team standen 2 von 3 auch in der letzten Woche im 4 gegen 4 Match. Ja, das haben wir hier. Chad Gable. Und auch wieder mit von der Partie. Nee, sorry, da habe ich mich gerade vertan. Ich war von dem Licht irritiert. Ja, Shelton Benjamin. Ehemaliges Mitglied von... Also, wie ist es nochmal? Team Angle? Tut sich mit Chad Gable zusammen. Könnte eine super-duper Mischung sein. Und jetzt kommt der dritte im Bunde. Der ehemalige Tag Team Partner. Vielleicht wieder Tag Team Partner von Chad Gable. Nämlich Jason Jordan. Ja, American Alpha waren ja auch schon mal Tag Team Champions. Bis die Titel, glaube ich, an Ricochet und TJP damals bei der WXW verloren haben. Und dieses Team trifft heute Abend auf die, die Shelton Benjamin irgendwie nicht leiden kann. Hier haben wir den ersten, nämlich Kalisto. Ja, zwischen Kalisto und Shelton Benjamin ging es ja auch des Öfteren mal hin und her. Chat ist red. Okay. Und hier der Mann, der von Shelton Benjamin auch schon mal angegriffen wurde, nämlich Lince Dorado. Das LD steht entweder für Lince Dorado, weil sie dann ist, aber für Luchador. Und lange, lange nicht gesehen, der Grand Metalik. Ah, gegen wen hatte ihn er denn noch mal eine Fehde? Ich habe das Bild vom Kopf, aber ich habe gerade den Namen nicht genau rüber. Das Bild vom Kopf, aber ja, Team American Angle gegen die Lucha House Party. Ja, Kalisto beginnt hier direkt. Schönes Chain Wrestling. Ja, Kalisto jetzt mit dem Vorteil Hammerlock Ansatz. Ja, gefällt mir sehr gut von den beiden. Gefiel mir echt sehr, sehr gut von den beiden. Ja, schöner Spin-Kick. Also zur Eröffnung muss ich sagen, Respekt. Und einmal rumgerollt. Jetzt hat er das Bein und... Oh, das ging böse aus. Ja, die Leute finden das super. Also wenn das Match auf so einem Niveau bleibt. Ah, schöner Elbow-Drop. Na gut, entweder es bleibt dabei oder es wird ein bisschen einschläfernder. Aber von der Technik erwarte ich natürlich sehr viel. Und jetzt gibt es den Wechsel mit Jason Jordan. Oh, wunderschöner Dropkick. Und da gibt es den Wechsel mit Lince Dorado. Und bei ihm weiß man, da wird auch ganz gerne mal geflogen. Hat noch nicht so richtig Fuß gefasst hier bei NXT. Aber was ja nicht ist, kann ja eventuell noch werden. Also ich erwarte, wie gesagt, von diesem Match, dass es sehr, sehr technisch wird. Und natürlich auch High-Flying-Style aufgrund der drei Luchadors. Und da gibt es den Konter vom Grand Metalik, wird aber gleich wieder im Keim erstickt. Und da gibt es wieder den Wechsel bei American Alpha. Und Hip-Toss. Double Hip-Toss, wohl gemerkt. Wohlgemerkt.
Und ja, schön durchgezogener Snap Suplex. Bisher noch keine Nicklichkeiten unter den Leuten, die nicht offiziell im Ring sind. Und Ansatz und durchgezogener Tornado DDT. Ja, weiß, vielleicht findet American Alpha ja mal wieder zusammen. Wo ja sagen muss, hier bei NXT, die Tag Team Division ist natürlich auch hart umkämpft. Aber wir haben im Übrigen auch heute. Und Atomic Drop Big Boot. Und da gibt es den Wechsel mit Kalisto. Kommt angerannt, wird aber direkt Reversal und Belly to Belly Suplex. Oder Belly to Back Suplex. Ja, Shelton Benjamin, wie der Grand Metalik, bisher noch gar nicht zu sehen. Und jetzt Kalisto. Schöne Clothesline und Dropkick. Ah, Jason Jordan aufgepasst. Er ist noch ein paar Schritte zurückgegangen. Da bin ich mal gespannt, ob Shelton Benjamin überhaupt noch was macht. Bisher sind es nur ehemalige American Alpha. Ja, da kann er retten. Und Shelton Benjamin mit seiner ersten Aktion. Also Chad Gable und Shelton Benjamin von den Klamottenfarben her, würde ich sagen, würden ein ganz gutes Tag Team abgeben. Und Atomic Drop und der Big Boot erneut. Und Kalisto sollte vielleicht mal wechseln. Vielleicht den Grand Metalik reinschicken, obwohl der momentan gerade draußen sitzt. Und Double Underhook. Ja, Butterfly Suplex. Ja gut, Shelton Benjamin natürlich auch ein Veteran. Ehemaliger United Kingdom Champion. Nee, North American Champion, ich bitte um Entschuldigung. Hat den Titel ja an Sin Cara verloren. Na, er hat's mit den Lucha Libre. Spinebuster! Und Cover direkt hinterher. Zwei. Unterbrochen von Lince Dorado. Und erneut ein Butterfly Suplex. Fällt ihm wohl ganz gut, der Move. Und oh, Whippin wird reversed. Und schöner Jawbreaker. Ah, wollte Kalisto zutreten, aber nee. Und Kopfschere. Sehr schön gemacht. Und durchgedreht. Und der Kick an den Schädel. Ja, Kalisto probiert es jetzt einfach mal so mit dem Cover. Ach, noch nicht mal One Count. Ja, Dropkick gegen den oberen Wirbelbereich. Oh, Lince Dorado ist da auch mal wieder auferstanden. Und jetzt haben wir ihn zum ersten Mal im Ring. Den Grand Metalik. Ja, why not? Und das kennen wir von Chad Gable auch. Hat er ja auch schon des Öfteren gemacht. Und Superkick! Und er covert einfach mal eins. Nein! Einfach mal der Kick out. Ja, Whippen wird erneut reversed. Jetzt in die Ringecke der Lucha House Party. Aber ein Shelton Benjamin lässt sich da nicht ins Boxhorn jagen. Und da gibt es die Powerbomb in die Ringecke. Ja, das ging ja mal in die Buchs, aber der Grand Metalik schüttelt sich und rüttelt sich. Und dann war da nicht mehr viel Sinn. Jetzt gibt es den Double Team.
Tritt in den Magen von Chad Gable und wieder der Whip in die Ring-Ecke der Lucha House Party. Clothesline. Und jetzt wird er aufgeladen und da vorne abgelegt. Und Kick-Out. Oh, schöner Standing. Moonsault ist es ja nicht. Von Slam. Ach, was weiß ich. Ja, diese Aktion haben alle irgendwie drauf. Aber der Gros Metalik macht bisher von der gesamten Lucha House Party doch schon den besten Eindruck. Ja, vielleicht sollte Chad Gable jetzt allmählich mal zum Wechseln kommen. Müsste jetzt schon viel, viel einstecken. Oh, schön rausgekommen. Und Dropkick. Und jetzt gibt es den Wechsel mit Jason Jordan. Sehr nice. Ja, da hatte er ein bisschen Vakulage. Und ja, Elbow. Simpel, schön durchgezogen. Und Sunset Flip. Aber nicht mit Cover. Whippin wird da reversed. Und jetzt setzt er ihn. Nein, er setzt ihn nicht. Ja, jetzt geht's einmal in die Ringecken. Und aufgeladen. Neckbreaker. Ropebreak. Ja, Shelton Benjamin wollte da auch schon wieder eingreifen. Und jetzt gibt's den Wechsel wieder mit Shelton Benjamin. Also das Match doch. Es geht auch schon sehr, sehr lange. So, einmal übernommen. Ja, Shelton Benjamin ist es ja relativ schnurz. Wer an maskierten Mann im Ring steht, er mag sie einfach nicht. Gut, man kann nicht jeden mögen, aber wenn er halt ein Problem mit den Luchadors hat, könnte er mal zur AEW gehen und sich mit Penta oder mit Rey Fénix anlegen. Stomps und Konter vom Grand Metalik. Und einmal mal mit dem Knie ins Gesicht und ja, Butterfly Suplex. Nee, nach vorne. Oh, auf die Knie. Ay carajo. Und der Superkick. Sitzt erneut. Und jetzt das Cover. Oh, Beine auf dem Ringseil. Und es bringt den Sieg. Oh, Beine auf dem Ringseil. Eieieiei. Der Ref hat es nicht gesehen. Aber hier sehen wir jetzt erstmal noch ein paar Wiederholungen. Und nochmal der Superkick hat gezwiebelt. Ja, hier Grand Metalik, muss ich sagen, von der Lucha House Party der dominanteste. Und damit das Team der Olympic. Die Olympics, ich nenne sie jetzt die Olympics. Mit einem Sieg. Also wenn die jetzt fest zusammen antreten, dann aber Prost Mahlzeit für die Tag Team Division. Egal, we are coming to the Nexus Matches. Nun, zweites Match auf der Matchcard.
Jetzt treffen noch zwei aufeinander, die bei der letzten NXT-Aufgabe im 4 gegen 4 Match aufeinander getroffen sind. Als erstes haben wir hier Zack Ryder. Und er trifft auf jemanden, der bisher noch kein Match verloren hat. Also er wurde noch nie gepinnt. Er war auf der Verliererseite. Da haben wir ihn nämlich, Dominik Dijakovic. Ich glaube, Chad Gable hat das Match verloren. Oder was, Jason Jordan? Ich weiß es nicht. Ist egal, jetzt geht's weiter mit Singles Action. Und Zack Ryder. Ja, Schlagabtausch, aber im Positiven für Zack Ryder. Kann auch einen Neckbreaker anbringen. Ja, jetzt Dominik Dijakovic mit dem Konter und einem Sidewalk Slam. Aber der kam ja wirklich jetzt ganz schnell. Hier wieder der Schlagabtausch. Die beiden sind sie nicht so ganz grün. Und wieder ein Neckbreaker. Und Dominik wieder mit dem Konter. Ja, Whip-In wieder zurückgeholt. Ihn gar nicht erst aus der Hand lassen mit dem Knie. Und der Russian Leg Sweep. Und einmal hoch, den Pöter. Hoch und ganz brutal nach vorne abgelegt. Ja, der Dominik hat einen brutalen Kampfstil. Und Ansatz zur Powerbomb und durchgezogen. Und wunderschöner Dropkick. Schöner wie kaum ein anderer. Ja, jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Im wahrsten Sinne. Mit dem schlechteren Ende für Zack Ryder. Bisher in der Anfangsphase sah es wirklich so aus, als wenn Zack Ryder hier wirklich auf Augenhöhe ist. Aber je weiter das Match voranschreitet, umso mehr wird klar, dass Zack Ryder mit Dominik nicht so ganz mithalten kann, habe ich so das Gefühl. Whip-In. Ja, Dominik geht ganz lässig da hinterher. Wirft ihn weg. Und was gibt es jetzt? Ein Headbutt oder... Ja, Headbutt, Frog Splash. Und weil es so schön war, will er den Move gleich nochmal zeigen. Und der Ansatz zum Choke Backbreaker. Das Publikum nach wie vor begeistert. Und Zack Ryder mit dem Konter. Ah, Hammerlock Ansatz. Und Bicycle Kick. Ja, der Bicycle Kick von ihm, der zwiebelt natürlich richtig. Den zieht er ja auch voll durch. Und Shoulder Block. Ja, das kennen wir von... Was war denn das jetzt? Ja, da sollte nochmal der Kick in die Magengrube kommen. Und jetzt geht Zack Ryder hier richtig steil. Jetzt will er die Unterstützung haben. Und ach, dieser Move, den macht auch inzwischen wirklich jeder. Und Dominik rollt sich ins Ringseil. Eigentlich ganz richtig so. Und nochmal der Choke Backbreaker. Und jetzt auf die Schulter genommen. Das wurde ja im mehrfach ganz gerne gekontert. Da kam der Go-To-Sleep. Und ich würde sagen, das war's.
das war's. Dominik Dijakovic, solide Vorstellung von ihm. Weiterhin ungeschlagen. Okay, was sehen wir jetzt? Oh, Respektsbekundung gegen Zack Ryder. Und ja, sie shaken hands. War auch ein gutes Match. Also ich glaube, Dominik wird zur Zukunft von NXT auf jeden Fall gehören. Und wir kommen zum Halbzeitmatch.